Gut, kommen wir zum dritten Anwendungsfach, Mensch-Maschine-Dialogsysteme. Das ist ein Anwendungsfach, was außerhalb des Informatikfachs von einem Institut betrieben wird. Die sitzen drüben an der Uni West beim Professor Minker und die meisten von denen sind Informatiker vom Abschluss her, oder ganz viele. Das ist nur nicht so richtig bekannt hier drüben an der Uni Ost, dass man dort drüben auch letztendlich Informatik macht, obwohl die unter E-Technik firmieren. Und ja, es geht um Dialogsysteme, sprachverarbeitende Dialogsysteme. Wer fängt an? Ja, hallo. Wir sind, wie schon angekündigt, von Gruppe Dialogsysteme vom Institut für Nachrichtentechnik und wir sind tatsächlich nicht hier, sondern an der Uni West zu finden. Das ist Gebäudekomplex 43, da wo die schöne rote Fläche ist. Da kann man uns finden, wir können gerne mal vorbeikommen und gucken, wie es da aussieht, wenn noch nicht dort wart. Wir können leider kein Projekt vorstellen, was bei uns bisher gelaufen ist. Deswegen wollen wir die Gelegenheit nutzen, einfach ein bisschen über uns zu erzählen, was wir so machen und was für Vorlesungen es bei uns gibt. Zum Ersten gibt es die kombinierte Vorlesung mit Seminar Benutzerschnittstellen. Da geht es eben um die Einführung in die Prinzipien der Mensch-Maschinen-Interaktion und um die Gestaltung und Entwicklungsprinzipien multimodaler Benutzerschnittstellen. Und dann das Anwendungsfach Mensch-Maschinen-Dialogsysteme, weswegen wir auch natürlich heute hier sind. Es besteht aus zwei Komponenten, einmal die Dialog-Systems-Vorlesung und das Dialog-Systems-Project. Die Vorlesung behandelt multimodale, natürlichsprachige Dialogsysteme. Da geht es eben um Themen wie akustische Vorverarbeitung, Sprachsignalanalyse, Spracherkennung, semantische Analyse, Dialogverarbeitung und Sprachsynthese. Das Tolle daran ist, dass wir eben Gastdozenten aus der Industrie bei uns haben, die eben immer genau in dem Gebiet, das sie auch vorstellen, selbst arbeiten. So kann man auch natürlich sehr gut Kontakt zur Industrie knüpfen. Das sind Firmen wie Nuance oder Daimler. Ich weiß nicht, ob die jemand von euch kennt. Dann gibt es eben noch die Übung dazu, dass man auch das, was man theoretisch lernt, eben auch gleich praktisch anwenden kann. Das ist das Dialog Systems Lab. Und dann als separate Veranstaltung das Dialog Systems Project. Das sind eben individuelle Themen, die je nachdem, wie es bei uns gerade in der Forschung aussieht und was für Prototypen wir haben, eben dann auch auf die Leute, die das machen wollen, angepasst werden kann. Jetzt werde ich hier noch attackiert. Ja, im Rahmen dieses Dialog Systems Projects gibt es eben verschiedene Themen und wir wollen euch mal ein paar Sachen vorstellen, ein paar Themengebiete vorstellen, mit denen wir uns beschäftigt haben in jüngster Zeit. Das erste ist, da geht es eben darum, dass wir uns gefragt haben, nun, wir haben jetzt natürlich das Sprachsignal, da kann man natürlich die Worte rausholen, Spracherkennung und so weiter und versuchen zu verstehen, was der Nutzer gesagt hat. Aber es gibt eben noch andere Informationen, die man rausholen kann. Zum Beispiel Informationen über den emotionalen Zustand oder Ärger oder über die Nutzerzufriedenheit, Müdigkeit oder auch Trunkenheit. Was natürlich auch ganz witzig ist. Die Informationen kann man natürlich verwenden, um den Dialog auf den Benutzer anzupassen. Weil man ja möchte, dass es so reibungslos wie möglich funktioniert. Das Ganze funktioniert, ein bisschen Theorie noch, das Ganze funktioniert über statistische Klassifikatoren. Es werden eben statistische Modelle trainiert und wenn sie evaluiert werden, ermittelt man eben die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer in Zustand X ist. Beispiele für so ein statistisches Klassifikationsmodell wären Support Vector Machines oder Hidden Markov Modelle, falls das dem einen oder anderen mal sagen könnte. In dem Rahmen haben wir letztes Jahr bei der Alcohol Challenge 2011 teilgenommen. Da ging es eben darum, den Betrunkenheitszustand von Leuten herauszufinden, nur anhand des akustischen Signals. Wir haben einerseits das mittels statistischer Klassifikation gemacht, andererseits aber auch eine Benutzerstudie. Und da haben wir eben die Frage analysiert, wie gut werden betrunkene Menschen von anderen Menschen nur anhand des Sprachsignals erkannt. Ja, zu den Ergebnissen. Bevor ich dazu komme, wollte ich erstmal fragen, wie gut ihr das erkennen könnt. Dann könnt ihr mal sehen, ob das eine leichte oder eine schwere Aufgabe ist.
mache ich einfach so ein kleines Quiz. Ich spiele euch so ein Audio-File vor und dann können wir einfach über Handzeichen kurz machen, was ihr glaubt, was das ist. Fangen wir mal im ersten an. Ich hoffe, es ist laut genug. Messwechsel, Wachsmaske, Messwechsel. Ich mache es vielleicht nochmal. Also gesagt wird, Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, Messwechsel. Ich habe es auch 3 Tage geübt. Messwechsel, Wachsmaske, Messwechsel. Ja, okay. Also, wer glaubt, dass die Person nüchtern war? Einfach kurz Handzeichen. Du weißt, du kennst die Antwort. Ja, gut, okay. Wer glaubt, dass die Person betrunken war? Ah, danke. Also, gucken wir mal nach. Ich habe es hier ein bisschen versteckt. War nüchtern, ja. Wenn man es im Vergleich hört, dann... Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, Messwechsel. Also das war jetzt die gleiche Person, die das gleiche gesagt hat, aber eben in alkoholisiertem Zustand. Jetzt hören wir uns mal das nächste Beispiel an, dann zeige ich euch einfach mal gleich beide. Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, Messwechsel. Nummer 2. Ja, den Schluss hat man schon gar nicht mehr gehört, weil alle gelacht haben. Also, wer glaubt, dass das erste alkoholisiert war? Das zweite? Ja, okay, das war natürlich relativ einfach. Also ihr seht auch, die Schwierigkeit sinkt, wenn man eben beide Beispiele hat und nicht nur eins von beiden. Habe ich noch ein drittes Beispiel? Das ist vielleicht nicht ganz so einfach. Messwechsel, Wachsmaske, Wachsmaske, Messwechsel. Also, wer glaubt, dass die Person angetrunken war? Wer glaubt, dass die Person nicht angetrunken war? Also deutliche Mehrheit ist bei angetrunken. Ich muss euch leider enttäuschen. Die Person war natürlich nüchtern, sonst hätte ich das Beispiel natürlich nicht rausgeholt. Aber da sieht man mal, dass es eben auch uns Menschen sehr schwer fällt, das herauszufinden, und so geht es eben auch der Maschine. Wenn wir jetzt zu den richtigen Ergebnissen kommen, der Mensch hat eben mit nur ein bisschen mehr als der Hälfte in aller Fälle hat er eben richtig erkannt, nur mit 55,8%, wohingegen die Maschine deutlich besser ist mit 66,6%. Ich habe hier noch kurz aufgetragen, die Genauigkeit der Maschinenklassifikation bezüglich des Promillegehalts der Leute, die da erkannt wurden. Und man sieht eben auch, dass es die Maschine genau wie der Mensch sich verhält. Nüchtern wurde sehr gut erkannt, stark betrunken auch, aber so leicht betrunken, wo man halt eben nicht so genau sagen kann, sind die Leute betrunken oder nicht, war halt deutlich schwieriger. Soweit von mir, ich gebe es weiter an meinen Kollegen Gregor. So, danke schön. Dann, was ihr hier seht, das ist so der klassische Aufbau von so einem Sprachdialogsystem, dass er überhaupt der Computer mit dem Menschen und der Mensch mit dem Computer kommunizieren kann. Also es geht natürlich ein Sprachsignal hier rein, und wie das genauer funktioniert, könnt ihr in der Dialogsysteme-Vorlesung zum Beispiel lernen, und es geht auch wieder ein Sprachsignal hier raus. So, das Herz dieses Sprachdialogsystems ist aber das Dialogmanagement, und genau mit diesem Bereich befasst sich dann auch das nächste Beispiel aus unserer Forschung. Ja, also zum einen haben wir jetzt gelernt, wir können über das Sprachsignal hinaus noch andere Informationen aus der Sprache gewinnen, zum Beispiel Emotion. Und das ist dann natürlich eine Information, die man auch im Dialogmanagement verwenden kann, um den Dialog anders zu gestalten. Und da ist die Frage, wie macht man das? Also wie reagiere ich jetzt, wenn der Nutzer irgendwie schlecht gelaunt ist? Was kann ich da machen? Und da haben wir uns verschiedene emotionale Dialogstrategien überlegt und die zusammen, also ich stelle die mal kurz vor, ja. Zum einen wollten wir sehen, wie das dann ist, wenn die Maschine den Benutzer lobt, wie es ist, wenn die Maschine dankbar gegenüber dem Benutzer ist, also wenn sie ihm sagt, oh, danke, dass du überhaupt mit mir redest oder sowas in der Art. Wie das ist, wenn die Maschine versucht, den Benutzer zu motivieren, oder wie das ist, wenn die Maschine versucht, den Benutzer zu beruhigen. Also komm mal runter, bleib mal locker oder so. Und getestet haben wir das Ganze in einem Wizard of Oz System, und so ein Wizard of Oz System ist vielleicht nicht so bekannt.
Ein Wizard of Oz-System ist ein System, was noch nicht ganz fertig ist und wo dem Nutzer dann gesagt wird, das System ist fertig, aber eigentlich sitzen dahinter noch ein paar Personen, die die unfertigen Teile des Systems ersetzen, sogenannte Wizards. Ja, gut, dann hatte der Nutzer eben so einen Bildschirm, wo der die Aufgabe hatte, Möbel in der Wohnung zu verteilen, an die richtige Stelle zu schieben. Das Ganze ist per Sprache gelaufen, also er konnte sagen, oben, unten, links, rechts und das Möbelstück dann irgendwann an die gewünschte Stelle positionieren. Und er hatte auch ein Zeitlimit, das er beachten musste, während er die Aufgabe da abgearbeitet hat. Währenddessen wurde er das Ganze durfte er ja in 6 Runden machen. Und in jeder Runde wurde ihm eine einzelne Dialogstrategie quasi präsentiert. Also das eine Mal wurde er gelobt, das andere Mal beruhigt, das andere Mal motiviert. Und nach jeder Runde konnte der Nutzer dann diese Dialogstrategien raten. Und in der 5. Runde gab es dann keine Dialogstrategie. Und die Dialogstrategien wurden auch gewürfelt präsentiert, also in zufälliger Reihenfolge. Und in der 6. Runde konnte der Nutzer dann auswählen, welche Strategien er denn gerne so, also was ihm am besten gefallen hat und welche er gerne hätte von so einem technischen System. Ja, gut, ich kann jetzt leider noch nicht so viel dazu sagen, weil wir noch in der Auswertung sind. Dazu haben wir auch eine Kooperation mit dem Psychologen, diesmal mit der pädagogischen Psychologie, nicht mit der medizinischen Psychologie. Und dann gebe ich einfach weiter an meinen Kollegen, den Helmut. Ja, dann zu ein bisschen was anderem jetzt. Was wir auch gemacht haben in letzter Zeit ist, wir haben so ein avatarbasiertes Hilfesystem entwickelt. Und zwar Baden-Württemberg hat in ein Grid-System investiert. Ganz viel Geld, also in jede Menge Computer. Was Grid-Computing ist, wisst ihr ja wahrscheinlich. Und daraus sollten Wissenschaftler Sachen drauf rechnen können. Das Problem ist halt, so Grid Computing ist relativ komplex. Man muss sich da erstmal ziemlich einarbeiten und so. Und der typische, also in Ulm hat man das dann eben für Chemiker gemacht. Der typische Chemiker schreckt da gerne mal ein bisschen zurück vor diesen Anforderungen, die man da erfüllen muss, um erstmal in dieses Grid zu kommen. Da muss man viel mit der Kommandozeile arbeiten und so. Und deswegen ist da jetzt im Rahmen von diesem BW Grid Projekt ein Portal entwickelt worden, sodass man das Ganze internetbasiert bedienen kann. Das ist aber allerdings dann, auch wenn das im Portal viel einfacher ist, weil über die Kommandozeile, immer noch relativ kompliziert. Und es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, okay, die Leute brauchen da trotzdem noch ein bisschen Hilfe. Und deswegen ist eben die Idee entstanden, dass ein avatarbasiertes Hilfesystem mit einzubauen in dieses Portal. Genau, also es ist ja im Grunde wie dieser Karl Glammer aus Word, den wo man früher zu hassen gelernt hat, aber unser Avatar ist ein bisschen anders, der hat nämlich einen Kittel an. Und also wir denken, das macht den Unterschied und deswegen hoffen wir, dass der bei den Leuten besser ankommt. Genau, also da so schaut dann jetzt praktisch dieses Portal aus. Da ist jede Menge Text und erstmal dieser Avatar. Wir haben da ein paar so Nutzerstudien gemacht und und so der typische Chemiker kommt halt dahin und der möchte jetzt irgendwas auf diesem Grid rechnen. Und in unseren Nutzerstudien ist uns halt aufgefallen, dass so der typische Nutzer, der klickt halt auf Login, der meldet sich an der Seite. So, genau, dann ist er da eingeloggt und so und dann sieht er, ah ja, Chemie, genau, das wollte ich ja, perfekt, klickt da drauf. Und jetzt sieht er da, okay, dieses da Carbo, das ist so ein Quantenchemie-Programm. Sieht er da, oh mein Gott, da steht jetzt irgendwas von wegen Credential und so, ich kenne mich nicht mehr aus. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es da weitergeht. Und ich weiß, ich musste das damals auch machen. Erstmal, die haben mich damals für dieses Portal eben als Testkaninchen benutzt. Und an dem Punkt wusste ich dann einfach auch nicht mehr weiter. Also da redet er irgendwas von wegen Active Credential und so. Und das ist jetzt auch der Punkt, an dem bei unseren Benutzertests die Leute einfach auf den Avatar dann auch gerne zurückgegriffen haben. Egal, wie negativ voreingenommen die dem Avatar gegenüber vorher waren. Genau. Und wenn ich jetzt hier sage, zum Beispiel, guide me through all this step by step, dann zeigt eben der Avatar auf die Elemente, die der Nutzer anklicken soll. Es ist jetzt auch so,
während die Nutzertests ist uns aufgefallen, dieser Text, kann man den da ein bisschen, ja, den kann man sogar ganz gut lesen. Normalerweise bei so Vorführungen kann man den immer überhaupt nicht lesen. Und da sage ich dann immer, okay, das spielt eigentlich keine Rolle, weil die Nutzer lesen diesen Text erstmal gar nicht durch. Die klicken, wo der Avatar hin zeigt, tippen irgendwas ein und erst wenn was nicht funktioniert, dann lesen die wirklich da den Text durch. Genau, der führt mich da jetzt eben so durch, dann komme ich jetzt, führe mich da wieder zurück und jetzt bin ich wieder da und jetzt könnte ich wirklich mit dem arbeiten. Und das Schöne ist halt jetzt auch, jetzt zeigt er mir hier die Elemente, die wirklich wichtig sind. Also man kennt es ja jetzt zum Beispiel, da sind jede Menge Eingabefelder und so, aber für den ersten Job, den ich da rechnen möchte, sind die erstmal ziemlich irrelevant und er zeigt mir halt jetzt, okay, mach einfach diese drei Dinge, den Rest ignorierst erstmal und dann kannst du so deinen ersten Job im Grid rechnen. Genau, wenn man jetzt aber trotzdem mal nur gern Hilfe zu einem von den anderen Elementen hätte, kann man jetzt sagen, okay, hilf mir doch bitte mit dem Element auf der Seite, dann markiert er alle Elemente, zu denen er was sagen kann. Und wenn man da jetzt draufklickt, dann erklärt er einem eben, für was das eigentlich gut ist, das Ganze. Genau, jetzt, wenn aber wirklich mal nur so ein Chemiker, ich wüsste jetzt nicht warum, aber der interessiert sich halt einfach für diese Sicherheitsaspekte von dem Ganzen und er will jetzt einfach mal wissen, für was ist eigentlich dieses Credential-Zeug gut, von dem ich da gerade gelesen habe, dann kann er da jetzt auch noch so Fragen eingeben. Einfache Fließtextfragen. Und der Avatar bietet da jetzt dann eben so verschiedene Antworten an. Und jetzt kann man da zum Beispiel da ist dann so eine Antwort und da erklärt er mir halt jetzt, okay, so ein Credential, das braucht man, weil dieser Server wissen muss, wer du bist und so. Also da erklärt er das dann einfach ein bisschen in so einer kleinen Slideshow. Genau, und man kann dann auch eben, wenn man da jetzt weggeht, das einfach wieder resumen. Genau, das war es dann jetzt eigentlich von mir. Was wir dann nur sagen wollten eben, was der Stefan jetzt gerade auch schon gesagt hat, es ist echt, wir freuen uns immer über Besuch. Das da, oder? Ja. Genau, wir freuen uns immer, wenn jemand vorbeikommt und man kann auch bei uns schön Bachelorarbeiten schreiben oder Diplomarbeiten, wenn noch Diplomstudenten da sind. Und schaut einfach mal auf unserer Seite vorbei oder kommt bei uns vorbei. Und dann wollte Gregor, glaube ich, noch was zu der Vorlesung Benutzerschnittstellen sagen. Ja, genau. Es gibt dann nämlich gerade ganz aktuell noch eine Vorlesung, beziehungsweise kombiniert mit einem Seminar Benutzerschnittstellen, freitags 14 bis 16 Uhr in Raum 2201, soweit ich das weiß. Und da gibt es noch freie Plätze. Also wenn ihr ein Seminar beziehungsweise Vorlesung sucht, das kann man auch prüfen lassen, dann seid ihr herzlich da willkommen, wenn euch das interessiert. Gut.